Die Bibel sagt, dass wir allein durch den Glauben gerettet. Eines der Schlagworte der Reformatoren war sola fide, was Glaube allein bedeutet. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Die Bibel sagt auch in Römer 11, Vers 6, wenn aber aus Gnade, so ist es nicht mehr um der Werke willen. Sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Wenn aber um der Werke willen, so ist es nicht mehr Gnade, sonst ist das Werk nicht mehr Werk. Das bedeutet, dass wenn die Rettung durch Werke erfolgt, sie nicht durch den Glauben erfolgen kann. Wenn es durch Glauben geschieht, kann es nicht durch Werke geschehen. Du kannst nicht beides zur Erlösung kombinieren. Wenn du von Werken gerettet werden solltest, dann solltest du zu 100% perfekt sein. Aber alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Unser einziger Weg zum Himmel ist also der Glaube. Glaube bedeutet Vertrauen. Um Jesus zu vertrauen, wenn ich zu ihm komme, bitte ich um Vergebung und bitte ihn, mir ewiges Leben zu geben. Er würde mir ewiges Leben verschenken. Und wenn ich sterbe, wird er mich nicht in die Hölle schicken, wie ich es verdiene, sondern dass er mich in den Himmel aufnehmen würde. Das ist meine Hoffnung. Das ist mein Glaube. Nun werden viele Christen von dieser Botschaft beleidigt und argumentieren. Oh, sagst du also, dass du Jesus glauben und leben kannst, wie du willst? Kannst du ohne Werke in den Himmel kommen? Ja! Genau das sage ich. Wenn du an Jesus glaubst und ewiges Leben hast, kannst du leben, wie du willst, keine Werke tun und trotzdem in den Himmel kommen. Ich würde lügen, wenn ich etwas anderes sagen würde. Das ist die Wahrheit. Und oft kann die Wahrheit beleidigend sein. Vielleicht sagst du, oh, das ist billige Gnade. Nein, Gnade ist viel, viel, viel billiger. Es ist völlig kostenlos. Das ist es, was Gnade bedeutet. Etwas zu erhalten, das man überhaupt nicht verdient. In 1. Korinther 5 spricht Paulus von einem Mann, der mit seiner Stiefmutter schläft. Er mahnt die Gemeinde, ihn rauszuwerfen. Warum? Den Satan zu übergeben zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn Jesus. Schau, er sagt, dass dieser Mann, wenn er sein ganzes Leben lang nicht von seiner Sünde bereut, wäre es unter dem Angriff Satans sein. Gott würde sogar seinen Tod verursachen, aber seine Seele wird in den Himmel kommen, weil er an Jesus geglaubt hat. Die Bibel sagt in 1. Korinther 3, von denen, die in den Himmel kommen und dort keine Belohnung erhalten, weil sie keine Werke getan haben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wird durchs Feuer hindurch. Nun zitieren viele Christen Jakobus 2 und sagen, ist der Glaube ohne Werke nicht tot? Lass uns da hingehen. Jakobus 2, Vers 20. Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne Werke tot ist? Viele zeigen diesen Vers und sagen, guck mal, ohne Werke bist du nicht gerettet. Glaube schließt Werke ein. Aber das widerspricht Römer 11, 6, oder? Nun, Jakobus, wenn er die Gemeinde, die bereits geretteten Christen anspricht, führt er Abraham als Beispiel an und erklärt, dass Abraham nicht nur Glauben hatte, sondern auch die Werke tat. Vers 24 sagt, so seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Wenn du nur diesen Teil liest und die ganze Bibel nicht gelesen hast, wirst du verwirrt sein. Lass uns Bibel mit Bibel vergleichen. Römer Kapitel 4, Vers 2 sagt, wenn nämlich Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. Durch Werke sind wir vor anderen Menschen gerechtfertigt, aber nicht vor Gott. Alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Wenn wir Bibel mit Bibel vergleichen, verstehen wir, dass du ohne Werke wie ein Toter bist. Ohne Werke bist du für andere Leute nicht profitabel. Du bist für Gott nicht nützlich, um Menschen für ihn zu gewinnen. Obwohl du in den Himmel kommst, ist dein Leben auf dieser Welt praktisch sinnlos, wenn du keine Werke tust. Das ist, was toter Glaube bedeutet. Und der Glaube ist nicht wie ein biologischer Körper. Du kannst wieder zu Jesus kommen, die Werke hervorbringen und dein Glauben am Leben erhalten. Die Bibel sagt, du solltest aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden.
und er war verloren und ist wieder gefunden worden. Aber das hat nichts mit Erlösung und ewiges Leben zu tun. Jakobus spricht über den Dienst der Gläubigen im Zusammenhang einer örtlichen Gemeinde. Andere zitieren Johannes 15 und sagen, wenn du kein Frucht bringst, wirst du abgehauen und ins Feuer geworfen. Das Feuer dort symbolisiert nicht die Hölle, so wie es heißt, unser Gott ist ein verzehrendes Feuer, spricht es nicht von der Hölle. Wenn wir die Werke nicht tun, nachdem wir an Jesus geglaubt haben, werden wir in diesem Leben bestraft. In dieser Welt werden wir unter Gottes Zorn stehen. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für die Sünden kein Opfer mehr übrig, sondern nur ein schreckliches Warten des Gerichts und ein Zorneseifer des Feuers, der die Widerspenstigen verzehren wird. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Jawohl, du kannst leben, wie du willst, aber deine Sünden werden Konsequenzen haben. Wenn du nicht mit dem Gesetz in Konflikt geraten willst, wenn du deine Beziehungen nicht vergiften willst, wenn du Gott dienen willst, dann wende dich täglich von deiner Sünde ab und tue die Werke. Aber ist es das, was du vertrauen sollst, um dich in den Himmel zu bringen? Nein. Sind Werke ein Beweis dafür, dass du ewiges Leben hast? Nein. Die Bibel sagt, wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den Glauben, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Also, wenn ich dich frage, ob du dir zu 100% sicher bist, dass du in den Himmel kommst, wenn du heute sterben würdest, und wenn du mit Nein antwortest, wem vertraust du dann? Vertraust du Jesus oder vertraust du dir selbst? Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Wenn ich sterbe und in den Himmel komme, wenn Jesus am Tor steht und fragt, warum soll ich dich reinlassen? Meine Antwort wäre, lieber Jesus, du hast gesagt, dass jeder, der glaubt, ewiges Leben hat. Ich habe an dich geglaubt, ich habe dir vertraut. Aber diese Leute in Matthäus 7, vertrauten sie Jesus zu 100%? Nein. Sie vertrauten auch auf ihre eigenen guten Werke, was sie sicher taten. Aber ihnen wurde der Eintritt in den Himmel verwehrt. Offensichtlich sollten wir gute Werke tun, damit wir Gottes Segen für unser Leben erhalten. Wenn wir in Sünde leben, wird Gott uns in diesem Leben bestrafen, was schlimm genug ist. Ungerettete Menschen tun auch viele gute Werke und bereuen von allen Arten von Sünden. Aber sie haben kein ewiges Leben. Es ist gut, gute Werke zu tun, aber du bist nicht gerettet, wenn du auf deine guten Werke als Beweis deiner Erlösung vertraust. Wenn du nicht daran glaubst, einmal gerettet, immer gerettet, bist du nicht gerettet, my friend. Bereue und vertraue zu 100% auf Jesus.